Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warcraft. Ich experimentiere gerade ein wenig mit der Druidenklasse, also mit dem Druidenheiler, weil da gibt es tatsächlich mehrere verschiedene Möglichkeiten, die zu spielen. Ich experimentiere da gerade so ein bisschen mit rum tatsächlich. Ich bin jetzt gerade bei so einer Variante, wo ich jetzt zum Beispiel die Gelassenheit rausgenommen habe und sehr viel auf die kleineren Fähigkeiten, nenne ich jetzt mal Sätze, so kleinere mit so Small Cooldowns und so. Was aber auch ganz schick ist, wenn man die auch ganz cool verstärken kann. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn endgültig spiele. Es kann auch sein, dass ich es regelmäßig variieren werde. Ich habe da noch keinen Plan für. Das war gut gerettet. Der war gut. Schauen wir mal, wie das heute wird mit den kleineren Verstärken. Ich freue mich vor allem dadurch noch mehr auf M+ mit dem. Weil das liefert ja wieder unbegrenzte Möglichkeiten, was wir mit dem alles machen können. Heute geht es zum Thron der Gezeiten. Tatsächlich auch eine meiner Lieblings-Indies, weil ihr könnt, glaube ich, schon erahnen, was der Grund ist. Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, was der Grund ist. Ich kläre es am Ende des Videos auf, für die, die neu sind. Kleiner Tipp für die Neulinge, es hat nichts mit den Bossen zu tun. Es hat einen ganz anderen, banalen Grund. Aber ich gebe zu, da muss man mich auch ein bisschen kennen, um das zu beantworten. Aber vielleicht kommt ja jemand random drauf. Oh, der Tank ist ganz gut dabei. Was spielen wir denn hier? Zwei Elementarschamanen haben wir dabei. Und ein Vergeltungspaler. Okay. Palas sind ja allgemein so gut wie unsterblich. Da mache ich mir mal gar keine Gedanken. Schön, das klappt. Photosynthese und zwei von denen zu verteilen. Ich muss halt nur daran denken, jeden zweiten auf mich zu packen, damit Photosynthese auch aktiv bleibt. Auch das wieder so eine Kleinigkeit, die halt viel ausmacht. Kann man nicht beschreiten. Feuern wir auch weiter schön den Schwarm ab. Schön die Heilung erhöhen. Aber ich bin echt gespannt, was man hier alles noch mit der Klasse machen kann. Da gibt es ja zig Varianten. Gut, so ein paar sind dabei. So grüner Daumen war schon immer scheiße. Innerer Frieden würde ich jetzt auch nicht mehr so reinballern. Aber mal sehen, was da sonst so reingeht. Und wir lassen erblühen. Nope. Und schon bist du wieder oben. Ah, einer meiner Schmuckstücke hat sich aktiviert. Mal gedeihen ein bisschen mit rein. Sehr gut. Das hat geklappt. Also auch mit den kleineren kommen wir gut weit. Jetzt haben wir hier nicht so die Unmengen zu tun. Da hätte ich schon auf ein bisschen mehr gepocht. Das nächste Zeitwanderungsevent wird ja Mist auf Pandaria. Ich freue mich da schon drauf.
Können wir mal schauen, wann war das nochmal? Genau, in 2 Wochen, am 21. geht's los. Dürft ihr euch gerne schon mal notieren. Auch da werden wir wieder fleißig Zeitwanderungs-Dungeons machen. Der haut irgendwie die ganze Zeit auf den Spezi drauf. Dabei wird mir hier Tralion angezeigt als Tank. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, hier zwischen diesen Säulen sind wir übrigens sicher. Und rüber. Ja, inzwischen kann ich auch das hier. So, und jetzt nicht sterben. Schön lieb sein, nicht sterben. Komm, Papa will noch ein bisschen seine Quote offen halten. Kann vieles noch interessant werden mit dem. Aber wenn die so eine taktische Varianz hat, warum wurde mir dann auch schon im Stream erklärt, dass das jetzt so nicht eine der Top-Klassen ist? Ich meine, das muss sich doch von selber verstehen, dass wenn du so taktisch damit variieren kannst, dass das einfach eine geile Klasse ist. Aber warum hat die da nicht mehr drauf? Na, ich habe mit den anderen jetzt auch noch nicht so viel rum experimentiert. Da halte ich mich mal zurück. Da will ich jetzt auch keine Prognosen zu abgeben. Könnte noch besser sein, könnte schlechter sein. Aber der hier ist auf jeden Fall schon mal echt geil. Jawohl. Achso, ich habe noch nicht mal Photosynthese. Ja, kein Wunder. Ich dachte, ich hätte die mit. Aber wann kommt sie jetzt? Kommt rein da. Binden wir die mal dahin dran. Hä, das ist doch ein Bug. Jetzt wird mir Spezi wieder als Tank angezeigt. Komm schon. Okay, dann eben erst nach der Inni. Bei Photosynthese hatte ich auch noch fest mit eingeplant. Habe ich ja für früheren Guides auch schon in gewissen Konstellationen gesagt, dass es Sinn macht, das mitzunehmen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, es mitzunehmen und dann werden wir es auch mitnehmen. Und einmal gedeihen, please. Okay, Schwarm auf den. Sehr schön. Okay, Kämpfchen ist vorbei. Seekordel bekommen wir. Photosynthese und damit ist der Heilerbaum zumindest komplett. Mal sehen, was das Vieh so drauf hat. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bleib da weiter dran an den taktischen Varianten. Ihr dürft da auch gerne mal ein paar Ideen zuschreiben können. Vielleicht entwickeln wir hier auch noch ein bisschen was mit euch zusammen. Das war's jedenfalls erstmal für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.